9 Kinder, wie schafft man das? Viele Hessen sind schon mit einem Kind überfordert. Aber nicht die 36-jährige Jessica Sterlepper aus Hungen. Ihr ältester Sohn, Jerome, 18 Jahre alt. Der jüngste, Drain, 16 Monate. Schon um 6 Uhr morgens steht Mama Jessica auf. Wäschealarm. 3 Waschmaschinen, ein Trockner und mehrere Wäscheständer. Hier im Keller müssen täglich hunderte Klamottenteile gewaschen werden. Zum Glück gibt es da ab und zu auch mal Hilfe. Heute von der kleinen Anna. Doch zunächst mal die Frage aller Fragen. Warum gleich 9 Kinder? Ganz ehrlich, von meinem Mann könnte ich nicht genug Kinder kriegen. Hört sich vielleicht... Aber geplant waren es nicht alle. Wir haben das eine oder andere Kind, haben wir unsere Selinien zum Beispiel mit Spirale bekommen. Wie auch immer das stattfinden konnte, weiß nicht. Also die Ärztin sagt damals, sie wäre verrutscht gewesen. Ja gut, wir haben sie trotzdem genommen, unsere Anna und unsere Selina. So, die Anna. Bei so vielen Kindern steht Aufräumen jeden Tag ganz vorne auf dem Programm. Die Vollzeitmutter und Hausfrau muss täglich den Alltag mal 9 meistern. Wenn Papa Thomas von seiner Arbeit als Lkw-Fahrer zu Hause ist, packt auch er mit an. Doch auch nach so viel Erfahrung kommt selbst die 9-fache Mama manchmal an ihre Grenzen. Es ist wie verhext. Es läuft wochenlang super. Da sind meine Kinder ganz toll. Und dann gibt es so Tage, ich weiß nicht warum, ob das an dem Wetter liegt, was es auch immer ist, wo sie alle gleichzeitig spinnen. Die Große, der Anthony verträgt sich mit dem Max auf einmal nicht mehr oder mit dem Nico. Dann gehen sie zu zweit auf den Nico, so ungefähr, wo sie sich streiten wegen Handy oder wegen im Bild, wegen belanglose Sachen. Es gibt auch durchaus Tage, wo ich die Hände über den Kopf schlage und sage, oh Gott, im nächsten Leben möchte ich keine Kinder mehr haben. Also die Tage gibt es dann auch. Doch an den meisten Tagen freut sie sich über ihre Großfamilie, obwohl es auch nachmittags keine Ruhepause gibt. Dann kommt der 16-jährige Max hungrig von der Schule. Die 9-fache Mutter kocht jeden Tag für ihre Familie. Und bei so vielen Nasen muss ja auch so einiges gekocht werden. Und auch wenn es nicht immer allen schmeckt, werden am Ende doch meistens alle Teller leer. Genau. Gut. Bei Fleisch ist Unterschied. Es kommt immer darauf an, was hier Fleisch ist. Da habe ich jetzt zum Beispiel 3 Päckchen von dieser Hähnchenbrust gemacht. Und dann ist da noch Gemüse eben noch drin. Das streckt das dann ein bisschen. Also dann braucht man nicht ganz so viel. Zum Beispiel jetzt, wenn die Schnitzeln. Gestern haben wir Schnitzel gemacht, dann haben wir 20 Stück. Ja. Boah. Nach dem Essen geht es gleich weiter, Hausaufgaben. Dann stehen Mathe, Englisch lernen und Deutsch auf dem Programm. Hausaufgaben und Klausuren werden jeden Tag von den Eltern kontrolliert und unterschrieben. Sie legen großen Wert auf gute Noten. Dabei gibt es täglich neue Überraschungen. Für Selina sieht es heute gar nicht gut aus. Wo hast du eine schlechte Note? Und das hast du? Was hast du beim Vokabeltest? 6. 7. Das war, weil ich nicht wusste, dass du Vokabeltest schreiben. Du hast doch gestern nee. Gipfelvokabeltest. Ja, das war ja der. Du hast ernsthaft eine 6. Ja. Ja, dann kriegst du ernsthaft dein Telefon eine Woche länger nicht. Gell? Als nächstes auf der Tagesordnung der Wocheneinkauf. Auch hier gilt alles mal 9. Es wird viel Wert auf Menge und Teamarbeit gelegt. Manchmal dürfen sich die Kinder auch etwas aussuchen. Circa 2 Stunden dauert es, bis der Wocheneinkauf beendet ist und ungefähr 300 Euro für Lebensmittel ausgegeben worden sind. Einkaufen, kochen, putzen. Das Leben in einer 11-köpfigen Familie ist nicht immer leicht. Und auch Jessica ist manchmal überfordert. Doch es gibt immer wieder schöne Momente, die es wert sind. Allein wenn wir abends hier mit den Kindern Wochenende Fernsehabend machen. Die Kinder liegen hier alle auf dem Boden mit ihren Decken, Kissen und wir gucken und filmen. Und allein so schön zu sehen, wie unsere Kinder ausgelassen auf dem Boden liegen und sich freuen können. Nachwuchs für Hessen. Das Leben zu 11 ist jeden Tag aufs Neue eine große, aber auch wunderschöne Herausforderung und eine einzigartige Erfahrung.